Work it, make it, do it, make sense, harder, better, faster, stronger. Work it harder, make it better, do it faster, make sense, stronger. All that never, after our work is never over. Work it harder. Leichter! Und zerstören Sie nicht nur die Flugzeuge. Das Benzinlager und die Bodentruppen sind genauso wichtig. Nicht eine Maschine darf abheben. Wir uns. Ich lenke die Verstärkung ab. Gehen Sie durch den Bunker zum Leuchtturm. Ich werde dort auf Sie warten. Jetzt.
Vortritt! Blinde schießen! Kannst mich nicht stoppen!
Säcke! Gute Arbeit in Nordafrika, Lieutenant. Operation Torch war ein voller Erfolg. Unsere Truppen drängen die Deutschen nach Osten zurück. Dort werden sie schon von General Montgomery und seinen Einheiten erwartet. Die Tage des Afrika-Kurs sind gezählt. Sie haben Major Grillo schwer beeindruckt. Er hat sie sogar für seinen nächsten Einsatz angefordert. Natürlich ist dies alles wieder mal streng vertraulich. Wie Sie wissen, sind wir dank unserer Radarsysteme in der Lage, deutsche U-Boote zu orten. Nun liegen uns Berichte über ein neues Gerät der Kriegsmarine vor, den Naxos. Es handelt sich dabei um eine Art Radardetektor, mit dem die deutschen U-Boote unsere Geleitzüge umfahren und ungehindert alliierte Konvois attackieren können. Das wiederum würde das Mächtegleichgewicht auf dem Atlantik deutlich zugunsten der Deutschen verschieben. Die Briten arbeiten bereits fieberhaft an einem Gerät zur Neutralisierung von Naxos. Aber ich fürchte, es wird nicht rechtzeitig fertig sein, um ein Blutbad zu verhindern. Wir haben Major Grillo in einen U-Boot-Hafen der Kriegsmarine im norwegischen Trondheim eingeschleust. Dort wird angeblich der Prototyp des Naxos hergestellt. Nehmen Sie mit Major Grillo Kontakt auf. Helfen Sie ihm bei der Zerstörung des Prototyps und stehlen Sie möglichst viele Forschungsunterlagen. Auf diese Weise gewinnen unsere britischen Verbündeten wertvolle Zeit für die Entwicklung einer Gegenwaffe. Die alliierten Konvois auf dem Nordatlantik sind das Rückgrat der alliierten Truppen, Lieutenant. Ihnen ist klar, dass dieser Prototyp um jeden Preis vernichtet werden muss. Egal, was mit Major Grillo oder mit Ihnen passiert. Sie brechen morgen um 0400 mit einem Transporter der norwegischen Widerstandsbewegung auf. Also legen Sie sich eine Weile aufs Ohr. Weitere Informationen erhalten Sie unterwegs. Viel Glück, Lieutenant. Ich hoffe, ich sehe Sie und den Major bald gesund und munter wieder. Blue Fox, hier ist White Rook. Ich bin im Wachlokal, gleich beim Tor. Ich stehe jetzt vor dem Fenster. Sie müssten mich durchs Zielfernrohr sehen können. Ich kümmere mich um die Wachen am Tor. Öffne, geben Sie mir Deckung. Und passen Sie auf, vielleicht holen Sie Verstärkung. Sie müssen ohne Licht sein. Verstärkung!